Heute kümmern wir uns mal um Fragen und Experimente rund um Farben. Und dabei ist die liebe Honeyball, weil ihr Zweitkanal Kritzelpixel eine Art Wissenskanal ums Thema Kunst ist und sie demnach hier eine Menge Info zu bieten hat. Ja, das ist halt trippy, ne? Wir haben hier also nun die drei Grundfarben. Das ist Bullshit. Wir brauchen die hier. Beziehungsweise die eigentlich notwendigen Grundfarben. Und wenn wir diese nun vermischen, erhalten wir eine sehr dunkle, an Schwarz erinnernde Farbe. Würden wir allerdings jetzt alle drei relevanten Lichtfarben miteinander kombinieren, welche dann auch Rot, Blau und Grün sind und nicht diese drei hier, dann erhalten wir die Farbe Weiß. Das ist ja mega cool. Ja, ne? Additive Farbmischung. Yeah! Wuhu! Und so ist es auch bei LED-Streifen der Fall, da diese jeweils eine rote, blaue und grüne LED besitzen, welche sich danach zu weißem Licht vermischen. Und je nachdem, wie stark die eine leuchtet im Vergleich zu anderen, kann man auch alle anderen Farben mischen. Auf diese Weise sind Millionen verschiedener Farben möglich. Und so arbeitet auch jeder einzelne Pixel des üblichen Monitors. Zoomt man mit einer Lupe oder einer Makroaufnahme ran, kann man drei helle Farbflächen pro Pixel erkennen. Und die Bestimmung der Helligkeit jedes einzelnen Pixelelements kann durch beispielsweise Farbcodes erfolgen. Diese sechs Stellen hier geben drei Farbwerte an. Und die sind jeweils zweistellig, also von 0 bis 255, 0 bis FF. Das ist das Hexadezimalsystem und es hat 16 Zahlenwerte pro Ziffer. Auf diese Weise ist es möglich, in zwei Stellen, also 16 mal 16, 256 Werte zu beschreiben. 00, 00, 00 ist jetzt jedenfalls schwarz, weil das auch bedeutet, dass alle Leuchtflächen im Pixel aus sind. Und FF, FF, FF ist weiß, weil ja jetzt alle Lampen an sind und das auch gleich hell. 00, FF, 00 wäre grün und FF, 00, 00 wäre rot. Jetzt ergibt 256 RGB plötzlich Sinn, ne? Und an dieser Stelle können sich auch schon aufmerksame Zuschauer herleiten, warum das hier jetzt weiß ergibt und das hier schwarz. Additive Farbmischung. Farbflächen schlucken nämlich Licht und reflektieren nur diese Wellenlängen, in deren Farbe sie erscheinen. Weil eben nur diese Wellenlängen reflektiert werden. Bei Lichtquellen ist das aber anders. Diese emittieren das Licht, in dem sie leuchten. Somit werden durch ein Vermischen hier immer mehr Wellenlängen geschluckt. Das ist die subtraktive Farbmischung. Und hier immer mehr Wellenlängen emittiert, das ist die additive Farbmischung. Und die farbigen Lichter haben wir ironischerweise mit transparenten Farbfolien hinbekommen und so das Licht der Lampe gefiltert. Und so gibt es natürlich auch zwischen den beiden Weißtönen erkennenswerte Unterschiede. So ähnlich ist es dann auch bei der subtraktiven Farbmischung. Will man ein wirklich intensives Schwarz haben, nimmt man am besten gleich einen Stoff, der ziemlich viele sichtbare Wellenlängen in Wärme umwandelt. Aber dennoch ist es sehr interessant, was eigentlich so beim Mischen von Farben passiert, denn es ist im Prinzip das gleiche, was innerhalb eines Pixels passiert, nur mit reflektiertem Licht. Je feiner die Pigmente, also die Partikel sind, desto besser das Mischen dieser Partikel, denn so können sie sich besser aneinander ordnen. Überlappen größere Partikel einfach andere, könnte eine Farbe dominieren. Aber ordnen wir alles gleichmäßig an, wie ich es hier gerade bei diesem Bild mache, sieht es in der Nähe noch wie ein buntes Punktemuster aus. Aber in der Ferne erkennt man die einzelnen Punkte und deren Farben nicht mehr so gut und es folgt die Illusion eines Brauns, eines Graus, wie das des Fußweges da unten bei mir. Gib einen Daumen nach oben und teile dieses Video, wenn du Ideen und Experimente dieser Art feierst und abonniere diesen Kanal hier, wenn du es noch nicht getan hast. Aber mal abgesehen von Farben mischen oder schwarzen Stoff auswählen, gibt es auch noch eine andere Idee, um Schwarz zu erzeugen. Und es ist schwärzer als Vanta Black, was eigentlich gerade das bekannteste schwarze Zeug ist. Man braucht einfach nur eine Box und ein Loch auf einer der Flächen. Diese Fläche habe ich einfach nur weiß angemalt, um den Kontrast ein bisschen deutlicher zu machen. Und schon können wir sehen, dass dieses Loch dunkler ist als beispielsweise ein Filzstiftpunkt. Aber warum ist das so dunkel? Das Licht, welches noch bei uns ankommt, wurde an einer Fläche reflektiert und führte zu einer Stimulation unseres visuellen Kortex. Augen sind cool.
Aber unser Loch hier ist eben keine farbige Fläche. Das Licht wird in der Box je nach Eintrittswinkel hin und her reflektiert, bis es diese irgendwann wieder verlassen kann, wenn überhaupt, denn jeder Aufprall schluckt immer mehr Licht. Und dadurch, dass nun von diesem Punkt aus weniger Licht unsere Augen erreicht, erscheint der Kreis eben dunkler. Und malt man dann noch die Box innen schwarz an, wird die Fläche natürlich noch schwärzer. Der dritte Punkt ist eine spezielle schwarze Farbe, welche die mir möglichste schwärzeste Fläche ist. Und das hier wird jetzt mit einer extrem starken Lampe angestrahlt. Wir haben also ein schwärzeres Schwarz als die mir mögliche schwärzeste schwarze Farbe erstellt. Mit einem Pappkarton. Nur, dass es sich hierbei halt um keine Fläche handelt. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Isa vom Kanal Kritzelpixel, denn ohne ihren Input wäre dieses Video nur halb so informativ geworden und wir haben auch noch eine Menge anderer Ideen. Und eine dieser weiteren Ideen, die wir gemeinsam umgesetzt haben, ist jetzt auch gerade auf ihrem Kanal veröffentlicht worden. Da haben wir optische Täuschungen gezeichnet, unter anderem auch The Dress, ihr kennt es noch, und es war schwarz-blau. Und das ist jetzt auch oben verlinkt. Und das untere Video, ich weiß gerade noch nicht, was ich da verlinken werde. Aber danke an alle Leute, die die Projekte auf diesem Kanal hier finanziell unterstützen. Und abonniere techtastisch, wenn du Videos dieser Art nicht mehr verpassen willst.